soft. Dunya Engine. Nvidia. Far Cry 4. Spiel speichert ab und zu mal. Far Cry 4. Auf geht's. Ich möchte mal versuchen, eine Art Speedrun zu machen. Und zwar habe ich eine Möglichkeit gesehen, wie man dieses Spiel relativ schnell durchspielen kann. Und das sehe ich mir mal an. Vorspann. AJ, mein Sohn. Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mich zurück nach Lakshmana. Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwary Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass. Hey. Dein Pass. Untersuchung kenne ich schon. Was ist los? Warten wir mal ab. Patna, Boss. Patna. Patna mein Gott. Parwa hai, to? Baad mein kya? Lekin hamari rein. Bus. Maine kaha. Baad mein kya? Kuch hai? Da kommt der Bekloppte wieder, dem ich ja schon ins Gesicht geschossen habe. Job. Mil gaya. Kuch mil gaya. Hallo. 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 Den Toll. Total. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geht nicht aus der Kontrolle.
Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle? Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Ja. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Als süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das ja mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen es richtig krachen. Should I stay or should I go? Ja, Far Cry 4. So, jetzt ganz hoch konzentriert. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Deplur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. A.J. Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Ja. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Kein Stück. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Ja, du. Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter. Deine Mutter, hey, andererseits. Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfahl. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei A.J. Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien.
Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los! Na los! Schrei um Hilfe! Schrei um Hilfe! Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe! Hilfe! Du musst es glauben! Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Ja. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Ja. Kann ich mich widersetzen oder nicht? Egal. So. Das letzte Mal bin ich losgerannt, habe in den Keller geguckt und so weiter und so fort. Und dann ging das ganze Geschieße los und so weiter und so fort. Und was zum Teufel? Das Geräusch da unten und so. Aber ich habe gehört, wenn man stehen bleibt, geht die Geschichte auch weiter. Ja. Eine schöne Statue mit, ja, Ketten und Geld auf dem Tisch und noch eine Statue. Und kommt der Gastgeber mal zurück? Ist doch unhöflich, hier den Gast einfach so bei schönem Essen stehen zu lassen. Was ist denn das? Kann ich das probieren irgendwie? Nö. Okay. Affe schreit draußen. Affe unten schreit auch. Ich bin gespannt, ob das wirklich klappt. Hinsetzen kann ich mich nicht wieder. Was telefoniert der denn so lange? Ach ja. Soße wurde auch gereicht zu diesen schönen Glückskeksen oder was auch immer das ist. Andere Sachen. Sind aber auch Geräusche hier. Okay, dann. Auftritt. Eigentlich wäre ich jetzt schon fast halb durch das ganze Haus gelaufen und unten im Keller gewesen. Aber ich dachte mir, ich warte mal, ob das wirklich passiert gleich. Dass er nämlich wiederkommt und... ja. Wann kommt denn der Gastgeber mal wieder? Ich sehe ihn noch nicht. Oh. Wie gesagt, normalerweise halt raus und durch die Gegend laufen und alles goldenen Pfad anschließen. Der mich, glaube ich, auch abholt hier.
und ihn da abholt. Und dann wird geballert und alles. Wir fliegen mit Helikopter, schießen noch auf ihn. Schießen auf alles Mögliche, befreien die Gegend, machen das fertig. Kämpfen mit einigen Staatsbediensteten, sag ich mal. Auf dem Berg hoch, helfen diesem einen Waffenarm. Fliegen oder laufen. Irgendwann am Ende hier wieder hoch auf den Berg von dem Regierungssitz, wo halt Paganmin lebt. Die Festung da oben. Wo wir, glaube ich, gerade sind, oder? Obwohl, eigentlich ist ja jetzt der Le Fleur da eigentlich der Gastgeber. Also spätestens jetzt wäre ich eigentlich runtergerannt. Aber ich wollte ja aushalten, bis der Speedrun läuft. Aber er telefoniert ja auch noch in der ganzen Zeit mit Yuma. Yuma haben wir dann auch erledigt irgendwie. Genau die Dame, die das, die der Arena noch leitet und so und alles Krams und ja. Wie gesagt, eigentlich erwarte ich jetzt, dass er jede Sekunde wiederkommt und wir die Kurzfassung bekommen. Oder wir haben das rausgeschnitten. Was geht, keiner macht. Oder es dauert einfach nur ewig, bis er fertig telefoniert hat. Fucking-tastisch. Du, Sir, bist ein Gentleman. Ich muss mich entschuldigen. Wir sahen Terroristen in der Nähe, bla bla bla. Das Krabben-Rangoon. Na, es ist... Wunderbar. Hm. Na? Ja. Dann komm, gehen wir. Ja, okay. Er ist doch noch wiedergekommen. Perfekte Landung. Und, ja. Weißt du, es überrascht mich schon, dass deine Mutter dich bat, sie den ganzen Weg hierher zu bringen. Ja. Danke sehr, Kamran. Dann soll ich Ihnen folgen? Gott verdammt ja, Junge, die Asche deiner Mutter verstreut sich nicht von selbst. Nun, hat deine Mutter dir je von deinem Vater erzählt? Niemals, nein. Mohan? Der große Führer des Goldenen Pfads? Dieser Drecksack. Er war so eine Art Zuhälter. Schickte sie als Spionin zu mir. Aber wir verliebten uns, bekamen ein Kind. Und da zeigte Mohan dann sein wahres Gesicht. Er hat dich und deine Mutter vertrieben und ermordete deine Schwester, Lakshmana. Deshalb sind wir hier. Lakshmana sollte nicht länger alleine sein. Ich bin so froh, dass wir endlich wieder vereint sind. Nach dir. Okay, ja. Sitze Mona neben Lakshmana bei. Ich liebe dich und werde immer bei dir sein. Mom.
Ja. Oh, prima. Geht es dir jetzt besser? Hast du damit abgeschlossen? Gut. Dann können wir jetzt vielleicht endlich ein bisschen rumballern. Ja, Echtzeit nicht ganz 28,5 Minuten. Ja, dann hätten wir doch einen Speedrun gemacht. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease.